Unfassbar. Phänomenal. Artenvielfalt. Amazing. Absolut cool. Raubbunt. Ganz prima. Sehr wichtig. Sehr interessant. Charmant. Viel Qualität. Ich gucke mir das gerne an. Also faszinierend, was der Herr Jung und sein ganzes Team hier geschaffen haben. Und die Vielfalt und auch die Altersunterschiede und die künstlerischen Wertigkeiten. Ich liebe die Abstraktion, weil es mir ganz viel Freiheit gibt, meine Gefühle und meine Gedanken und meine Emotionen darin zu verarbeiten. Es ist eben das, dass es mir darum geht, wie ich die Welt sehe. Also es geht nicht darum, ein besseres Weltverständnis zu vermitteln, sondern ich möchte selber die Welt verstehen und deshalb male ich. Wir finden alle das sehr schön, dass wir jetzt hier die Möglichkeit haben, auszustellen. Ich habe meine Bilder jetzt so ausgesucht, dass es wie so eine Art Werkschau ist. Landschaftsbauern, selbstständig. Haben uns auch der Kunst ein wenig verschrieben, da wir ja für den Artenschutz, für die Vielfältigkeit der Arten uns einsetzen. Also dieses Bunte zum Beispiel mit diesen Tüchern, alle diversen Geschichten einfach mit Liebe, Respekt, Toleranz, wenn man sich so begegnet, wäre die Welt etwas netter. Meine Idee war, dass ich diese nicht-triviale Maschine, die ein erkenntnistheoretisches Modell ist, dass ich das hier quasi in ein Kunstwerk verpacke. Jeder von uns hat doch irgendeinen Traum, man kann alles schaffen, man muss sich ganz einfach nur trauen. Wie? Ihr glaubt es kaum oder warum würdet ihr es sonst sofort durchschauen? Passt auf, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Diesen Spruch lernt man doch schon als kleines Kind. Keiner weiß, woraus er sich speist oder weiß, wann er kreist. Der Geist im Geisteskreissaal dreist Ideen gebiert, die feist im Geiste sitzen. Ja, so ist's mit Geistesblitzen. Ich bin Boris Retzlaff und meine Sektion ist das Wort. Das wird auch mein Partyjahr 348 sein, dass ich das ein oder andere Gedicht zum Besten gebe. Einen Raum habe ich mir schon immer gewünscht. Ich freue mich, hier mit Menschen zu sein, die dafür brennen, für das, was sie tun, und für die Kunst und das Kreative brennen. Ich fotografiere schon relativ lange ein ganz bestimmtes Projekt und ihr seht hier einen Querschnitt von dem, was ich die letzten 10, 15 Jahre mit dem Thema Buffel und Mensch gemacht habe. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass man uns hier eingeladen hat. Ich zeige Acrylbilder von mir. Die kann man humoristisch oder auch nicht humoristisch auffassen. Also ich habe jetzt 2 Animationsfilme gemacht, weil ich fand, dass es eher ermöglicht, Welten zu schaffen, wie es normalerweise nicht zu schaffen würde. In dem Fall habe ich 3 Arbeiten eingereicht, die sich auch mit dem Depot-Kunstsammlungscharakter auseinandersetzen und identifizieren. Passt alles wunderbar hier in die Räumlichkeit. Inspiriert hat mich eigentlich der Film Jurassic Park und die Faszination unserer Mutter Erde, die sich immer wieder erneuert. Intention war, dass unser Zusammenleben durch Toleranz möglich ist. Was ist besser bei der bildlichen Gestaltung als eine Collage? Farben und Formen geben dem Gezeichneten Halt und strahlen eine besondere Wirkung aus. Elles sont libres pour se. Also wir sind in einem reinen Zweckgebäude, das an allen Ecken und Enden ganz pragmatisch daherkommt. Hier jetzt diese sehr abwechslungsreichen künstlerischen Werke, das ist für mich ein ganz einmaliger Kontrast, also sehr, sehr sehenswert. Fühlen Sie sich auch frei, in welcher Form auch immer mitzumachen. Lassen Sie sich und andere dann im nächsten Schritt auch daran teilnehmen. Erzählen Sie davon, ermutigen Sie und tun Sie es einfach. Der Maler ist die Allerhut, er macht uns doch die Welt so bunt. Darum rate ich jedem, fasse Mut,
sitz auf den hohen Künstlerhut. Die Gedanken sind frei. Es ist natürlich toll, dass man mit verschiedenen Menschen sich austauschen kann und sehen kann, was für Eindrücke und was für kreative Energie hier drin steht. Sie fliegen vorbei. Ich freue mich außerordentlich, dass wir, dass die Räumlichkeiten des Kreisarchives, die Magazinräumlichkeiten, den Künstlerinnen und Künstlern des Freiraum Balingen und aus der Region heute eine Bühne bieten können. Dabei, die Gedanken sind frei. Glückwunsch an alle, die die Idee gehabt haben, und ich bin stolz auf die Kreativität, die im Sonnenalbkreis verbreitet ist.